Sei Sohn in der rechtschaffenen Werke. Alles Lob gebührt Allah, Herr der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und wetteifert nach Vergebung von eurem Herrn und nach einem Garten, der in seiner Ausdehnung so weit ist wie Himmel und Erde und der für die gottesfürchtig bereit steht. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Die gläubige menschliche Seele bedarf immer dann starker Anregung, wenn die Faulheit sie am Gehorsam hindert und sie zur Begierde neigt. In all den weltlichen Ablenkungen und dem Streben nach Materiellem sehnt sich die Seele eines Gläubigen nach einem Glaubenszustand, der sie von der Erde erhebt und sie bis zu den Wolken des gräumigen göttlichen Horizont fliegen lässt. Der Mensch erlebt einige Momente und Tage, an denen es besonders leicht ist, zu Allah zurückzukehren und ein neues Kapitel in der Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, aufzuschlagen. Diese ersten 10 Tage des Monats Zulhijja sind die Tage, die für diese reumütige Rückkehr am besten geeignet sind. In der islamischen Erziehung gelten diese Tage als gute Gelegenheit für eine zielgerichtete Glaubenserziehung und als Ansporn für die Seele, bei der sündige Herzen von ihrem Schmutz geläutert werden, sich nachlässige Seelen ihren Schöpfer reumütig zu wenden und der Geist ein reines, geläutertes Leben führt, in dem nur Gehorsam und Glaube eine Rolle spielen. Das Gute in allen Facetten. Diese ersten 10 Tage beinhalten das Gute in all seinen Formen. Sie sind nämlich die besten und vorzüglichsten Tage. Allah, der Erhabene, schwört bei diesen Tagen in seinem Buch, indem er sagt, und den 10 Nächten. Die meisten Koran-Exegeten sagen, damit sind die ersten Tage des Monats Zulhijja gemeint. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, erhöhte die Stellung der rechtschaffenen Handlung an diesen Tagen in starker Weise, als er sagte, an keinen anderen Tagen ist das Vollbringen einer rechtschaffenen Handlung Allah lieber als an diesen Tagen, das heißt den ersten Tagen des Monats Zulhijja. Er, also Allah, segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, sagte ebenso, es gibt keine Handlung, die für Allah, den Allmächtigen und Majestätischen, lauterer ist und großartige Belohnung enthält als das Gute, das man an den 10 Opfertagen tut. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, ordnete an, an diesen Tagen vermehrt Allahs zu gedenken, indem Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen sagte, an keinen anderen Tagen ist das Vollbringen rechtschaffener Handlung für Allah bedeutender und lieber als an diesen ersten 10 Tagen, das heißt also den ersten 10 Tagen des Monats Dhul-Hijja. Spricht also an ihnen häufig die Worte, es gibt nichts Verehrungswürdiges außer Allah. Den Takbir, also die Worte, Allah ist groß, und die Worte, der Lobpreis ist Allahs. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, bepflegte an den ersten 9 Tagen dieses Monats zu fasten. Einige Ehefrauen des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, sagten, der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, bepflegte an den ersten 9 Tagen dieses Monats, am Ashura-Tag, also den ersten Muharram, an 3 Tagen in jedem Monat des islamischen Mondkalenders, am ersten Montag im Monat und an 2 Donnerstagen zu fasten. Also man sagte über das Fasten an den ersten 10 Tagen, es ist sehr erwünscht. Der Prophet ordnete an, am Arafat-Tag zu fasten. Man fragte dem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, über das Fasten an diesem Tag, worauf er antwortete, es tilgt die Sünden des verstrichenen Jahres und des kommenden Jahres. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, sagte, wir betrachten das Fasten an diesem Tag, als wir mit dem Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, waren, als das Fasten von 2 Jahren. Hajar sagte, der offensichtliche Grund für den Vollzug der ersten 10 Tage lautet, dass man die
großen Anbetungshandlungen an ihnen vereint, nämlich das Gebet, das Fasten, das Almosen und den Hadsch, wobei diese an keinen anderen Tagen vereint sind. Der dem Propheten Gefährten nachfolgende Rechtschaffene Sa'id ibn Jabir pflegte, wenn die ersten 10 Tage des Monats Zulhijjah kamen, sich an ihnen so sehr zu bemühen, dass man ihm kaum darin nacheifern konnte. Ibn Rajab sagte, da Allah der Erhabene den Seelen seiner gläubigen Diener eingibt, sich nach seinem sakrosanten Haus zu sehnen, wobei nicht alle Leute dies jedes Jahr tun können, schreibt er einem dazu Fähigen den Hajj einmal im Leben vor. Und so können die Belger und die Menschen, die nicht belgern, an diesen 10 Tagen gemeinsam teilhaben. Man wurde gefragt, ob diese ersten 10 Tage oder die letzten 10 Tage des Monats Ramadan besser seien. Er antwortete, die ersten 10 Tage des Monats Zulhijjah sind besser als die letzten 10 Tage des Monats Ramadan. Und die letzten 10 Nächte des Monats Ramadan sind besser als die ersten 10 Nächte des Monats Zulhijjah. Ibn Qayyim vergleicht den Vollzug dieser Tage mit folgenden Worten. Der beste Tag bei Allah ist der Opfertag. Er ist der Tag des großen Hajj. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wahrhaftig, die größten Tage bei Allah sind der Opfertag und der Tag der Ruhe. Der Tag der Ruhe ist der Tag, an dem die Leute in Mina verweilen, nämlich der 11. Tag des Monats Zulhijjah. Es heißt auch, der Arafat-Tag sei besser als der Opfertag, denn das Fasten an ihm tilgt die Sünden von 2 Jahren und es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Menschen vom Höllenfeuer befreit als am Arafat-Tag. Denn Allah, der Hocherhabene, nähert sich seinen Anbetendienenden an diesem Tag. Dann ist er gegenüber seinen Engeln stolz auf die Hajjs. Diese 10 Tage vereinen also das Gute in allen Facetten. Somit kommt an diesem Tag viel Gutes zusammen. Es gibt also keine rechtschaffene Handlung, die an ihnen nicht erwünscht ist. Und an keinen anderen Tagen ist das Vollbringen rechtschaffener Handlungen besser als an diesen Tagen. Sie sind also ein absolutes Gut für die reine Seele und eine Zeit für den Glauben und die Seele, deren Tage im Jahreszyklus den höchsten Vollzug einnehmen. Zwischen dem Hajj und dem Blutfluss. Wem Allah beim Hajj zu seinem Haus Erfolg verleiht, dem ermöglicht er das Beste dessen, was er liebt, indem er ihn auserwählt, um ihm seine Sünden zu tilgen und ihn, wenn er eine aufrichtige Absicht hat, von seinen Sünden zu befreien, wie am Tage, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte. Er erleichtert ihm, einen neuen Abschnitt in seinem Leben zu beginnen, der die Phase des Glaubens einläutet. Die Ihramkleidung lenkt den Blick von den Gelüsten auf das Leichentuch. Kein trügerischer Schmuck zählt mehr, kein einlohnendes Gelüst und kein törichter Kampf um das Vergänglichen diesseits. Alle tragen dieselbe Kleidung, den Ihram, genauso wie sie alle einst das Leichentuch tragen werden. Alle fürchten die Sünde und hoffen auf die Barmherzigkeit, die alles umfasst. Die Gläubigen sollen am Hajj-Tag eine internationale Erklärung verkünden, vor allem in dieser Zeit, in der die Umma blutet. Es soll erklärt werden, dass die Muslime überall auf Erden ein einziges Individuum sind, einem Weg folgen, ein einziges Ziel haben und einen einzigen Herrn verehren. Sie hoffen auf seine Barmherzigkeit und fürchten seine Strafe. Der Satan und seine Anhänger sollen sich entfernen und jeder Muslim soll auf seine Religion stolz sein.
nämlich diese Religion, die alles übersteigt, denn Allah ist ihr Schutzherr, während ihre Feinde keinen Schutzherr haben. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, das Opfern gehört zu den wichtigen Riten des Islam und den größten Taten, die den Menschen Allah näher bringen. Es ist ein Zeichen für Aufrichtigkeit in den Anbetungshandlungen und im Befolgen seiner Gebote und Verbote. Deshalb schlachtet man im Islam Opfertiere. Beweise für das Schlachten von Opfertieren. Das Opfern ist das Schlachten eines Weidetieres an den Tagen des Opferfestes, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Es ist eine Anbetungshandlung, die durch Koran, Sunna und Konsensus der Gelehrten belegt wird. Allah, der Erhabene, sagt: So bete zu deinem Herrn und opfere. Allahs Gesandter, Allah Segnung schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer nach dem Gebet schlachtet, der hat sein Opfer und damit eine Sunna der Muslime vollbracht. Zudem ist belegt, dass der Prophet, Allah Segnung schenke ihm Wohlergehen, zwei weiße Ziegenböcke mit jeweils zwei Hörnern schlachtete. Er schlachtete sie eigenhändig, sagte: Im Namen Allahs, und Allah ist groß, und setzte seinen Fuß auf ihre beiden Hälse. Alle Muslime sind sich einig, dass das Opfern zum Islam gehört und eine islamische Anbetungshandlung darstellt. Viele Hadithe berichten uns über dessen Vollzug und die große Belohnung des Opferns. Auch wenn diese Hadithe nicht eindeutig authentisch sind, bleibt das Opfern dennoch eine wichtige Anbetungshandlung, deren Ehrung Allah anordnete. Durch das Opfern folgt man darüber hinaus unserem Vorbild, dem Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, der diese Handlung stets praktizierte und sie niemals unterließ. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Meinung, dass das Opfern eine feste Sunna für diejenigen ist, die sie ausführen können. Umm Salama überlieferte uns, dass Allahs Gesandter, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wenn die 10 Tage anbrechen und jemand von euch schlachten möchte, soll er nichts von seinen Haaren oder Fingernägeln nehmen. Der Prophet führte das Opfern also auf dem Willen der einzelnen Person zurück, was er nicht gemacht hätte, wenn es verpflichtend gewesen wäre. Zudem wird im Werk Al-Jama sowie in anderen Werken überliefert, dass Allahs Gesandter, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, für die Mitglieder seiner Umma schlachtete, die nicht schlachteten. Somit entfiel die Pflicht für sie. Manche Gelehrten sehen das Opfern als Pflicht an und berufen sich dabei auf folgende Hadithe: Auf den Angehörigen jedes Hauses lastet ein Opfer. Und wer wohlhabend ist und nicht schlachtet, soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Daher soll der Muslim vorsichtshalber das Opfer nicht unterlassen, wenn er dazu in der Lage ist, da man hindurch Allah ehrt und seiner gedenkt und sich nichts schulden kommen lässt. Möge Allah uns recht leiten, um die Wahrheit zu sehen und gemäß dieser zu handeln.